Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von meiner Talk-Format-Serie. Amani Talk ist wieder da. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Wir haben jetzt schon die 13. Folge dieses Talk-Formats. Ja. Es ist auch zugleich die erste Talk-Sendung im neuen Jahrzehnt und im neuen Jahr. Und ich freue mich, einen zu begrüßen, den ich auch schon ziemlich lange kenne, der jetzt auch ein neues Leben angefangen hat, selber auf Formel 1 gezockt hat, selber auch mal Weltmeister geworden ist, hat auch die Höhen und Tiefen erlebt. Aber ich fackel nicht lange, ich begrüße den KV Pankratz an meiner Seite. Schönen guten Morgen aus Kanada. Ja, hallo, es ist tatsächlich noch, ja, es ist fast Mittag hier. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf bei dir und dass ich hier, ja, mit dir das Interview, beziehungsweise dass du mit mir das Interview führen möchtest. Und ich bin gespannt auf die Fragen und auf die Themen und freue mich erstmal da zu sein. Hi. Okay, vielen Dank, dass du dich erstmal bereit erklärt hast, dieses Interview zu führen. Und da wäre gleich meine erste Frage vorab. Wie kam es dazu, dass du nach Kanada auswanderst? Wie kam es dazu und an was hat es dich bewogen, Deutschland zu verlassen? Erstmal. Ja, erstmal vorab, auswandern tue ich nicht. Ich hätte gerne ein Leben in Deutschland und vermisse es auch. Und wie ich dir bereits schon gesagt habe, ich bin ein Mensch, der sehr gerne zu Hause ist. Ich bin ein Mensch, der sein Umfeld zu Hause liebt, seine Arbeit liebt. Und ich dachte, dass genau deswegen ist vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee, ist einfach mal was anderes zu sehen, sich selbst mal was zu trauen, was zu wagen, Erfahrungen außerhalb der eigenen Komfortzone zu sammeln. Und das ist im Prinzip der Hauptgrund gewesen, warum ich tatsächlich jetzt hier in Kanada bin für 10 Monate. Und ich mich aber auch schon auf meine Rückkehr im Juni. Wie waren die ersten Eindrücke, wo du in Kanada warst? Wie hat es dir generell gefallen oder welche Voraussetzungen hattest du, das geknüpft, in Kanada die ersten paar Mo Schritte zu machen, die ersten Eindrücke, besser gesagt, zu machen? Naja, es war alles schon ziemlich vorhersehbar. Es ist so, dass ich nicht einfach nur hier bin und nichts mache, sondern ich mache ja ein Au-pair-Jahr. Ich meine, wie einige vielleicht wissen, ich arbeite mit Kindern privat. Ich bin eigentlich Erzieher in einem Kindergarten. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, ein Au-pair-Jahr zu machen. Das ist vielleicht einigen geläufig. Das ist im Prinzip Kinderbetreuung privat bei jemandem zu Hause. Das heißt, ich betreue hier 3 Kinder über den Tag hinweg und hier besteht. Noch dazu kriege ich halt die Kultur von Kanadiern so ein bisschen mit und sozusagen auch von Amerikanern. Ist ja hier alles auf der anderen Seite vom Teich. Und genau, also von daher war es ziemlich vorhersehbar, wie mein Jahr ungefähr ablaufen wird. Aber es ist sehr interessant, hier alles mitzukriegen von den Kulturen und was die Leute so essen und wie sie essen und wie sie sich so verhalten und überhaupt alles. Und ganz, ganz interessant auch, dass es hier geläufig, dass es hier im Winter auch mal minus 20 Grad ist, gefühlt dann auch mal minus 30. Sehr viel Schnee, ganz anders als in Deutschland, wie ich hörte. Und genau, von dem her sehr interessant und auch einfach mal was Neues und eine echte Erfahrung. Wie oft verfolgst du denn die aktuelle Formel 1-Generation und schaut ihr es euch auch ab und an mal in der Formel 1 mal an in Kanada im Fernsehen? Oder wie ist es bei euch oder respektive wie ist das so in Kanada wahrgenommen? Grundsätzlich in Kanada würde ich sagen, ist es ähnlich wie in Deutschland. Also ich weiß jetzt nicht, ob es hier eine größere oder kleinere Fanbase gibt. Dazu kann ich nichts sagen. Man trifft immer mal den einen oder anderen, aber so wirklich viele sind es jetzt nicht. Es ist ja in Deutschland ähnlich. Es ist jetzt nicht der beliebteste Sport. Hier verfolgen die Leute halt eher Hockey oder Football, sowas in der Art. Und Formel 1 steht da eher weiter hinten an. Also ähnlich wie in Deutschland. Ich persönlich verfolge die Formel 1 immer noch sehr gerne und sehr viel. Ja. Ein bisschen schade, weil es sind immer so Sachen, wo man sich dann aufs Wochenende wirklich freuen kann. Und ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie die neue Saison sein wird. Die letzten 6 Jahre hat Mercedes dominiert in Sachen Fahrer- und der Herstellerwertung. Glaubst du, es wird so weitergehen wie bisher oder glaubst du, da könnte vielleicht ein Team oder vielleicht sogar zwei Teams, um vielleicht Mercedes vielleicht zu challengen, respektive vielleicht ein bisschen unter Druck zu setzen?
Challenge, das haben wir jetzt in den letzten 2 Jahren gesehen. Ich meine, mal hat man gesagt, okay, Mercedes-Dominanz ist zurück. Dann hat man mal gesagt, okay, Ferrari ist da. Dann hat Red Bull mal kurz aufgezeigt. Aber grundsätzlich kann man ja sagen, dass Mercedes immer noch, ja, die Nase vorn hatte, was, denke ich mal, nicht nur an einem guten Auto liegt, sondern auch an einem echt guten Team, was dahinter steht und auch an guten Fahrern. Ich denke schon, dass Mercedes dieses Jahr 2020 nochmal die Krone holen wird, als Team, weil das Team funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und ich glaube, die haben da wirklich sehr gute Männer am Start, sowohl in der Führung als auch die Mechaniker und alle, die dazugehören. Das erscheint mir alles sehr harmonisch. Und nicht zu vergessen natürlich Lewis Hamilton, der ein echt guter Fahrer ist. Ich glaube, da müssen wir gar nicht mehr drum herum reden bei 6 Titeln. Und schaffen werden, aber die Konkurrenz wird größer und das Feld wird enger zusammenrücken. Und ich bin wirklich sehr gespannt aufs Mittelfeld, muss ich sagen. Also das wird für mich, ich meine, klar, vorne ist es auch spannend, die 3 Teams, Red Bull, Ferrari, Mercedes, ist super interessant und wird auch enger zusammenrücken, aber ich denke mal, das Mittelfeld ist wirklich das, was man nicht vergessen sollte. Und ich glaube, da wird es auch nochmal richtig spannend. Wie groß ist denn die Vorfreude auf die neue Strecke in Hanoi? Kay, hast du da schon ein paar Eindrücke gesammelt? Respektive, wie ist denn die Vorfreude? Und andersrum gefragt, wie stehst du denn generell zu neuen Kursen? Neue Kurse immer interessant. Ich bin offen dafür. Ich muss zugeben, nicht so offen wie vor ein paar Jahren, weil vor ein paar Jahren bin ich selbst noch Formel 1 auf der PlayStation gefahren und da kannte man die Strecken dann sofort immer in- und auswendig. Jetzt, also dieses Jahr, ist mir das aufgefallen mit Frankreich. Die bin ich noch nie selbst gefahren, also online. Deswegen, also ich habe dieses Streckenlayout von Frankreich beispielsweise gar nicht in meinem Kopf. Ich könnte dir jetzt nicht sagen, wie, wann, welche Kurve kommt, was total komisch ist für mich, weil ich das halt in der Vergangenheit immer wusste, aufgrund meiner Erfahrungen im Formel 1 fahren. Und das ist ziemlich interessant von dem her. Kann ich zu den neuen Strecken erstmal so noch gar nicht so viel sagen. Ich bin offen dafür und ich hoffe, dass es wirklich Spannung in die Rennen gibt. Aber wenn es um Rennstrecken geht, bin ich dann doch ein Traditioneller, muss ich sagen. Also ich finde die alten Kurse immer ziemlich noch mal mehr interessanter und die gehören einfach dazu. Also neue Kurse cool, aber wenn alte Kurse dafür weichen müssen, so wie beispielsweise der Hockenheimring und der Nürburgring, ist es sehr schade. Auch als Deutscher natürlich. Da wollte ich dich jetzt mal gerade fragen, hättest du Hockenheim gerne noch weiter im Kalender gehabt oder war das für dich aus deiner Sicht eine Frage der Zeit, dass Hockenheim irgendwann weichen müsste? Aus deiner Sicht natürlich, aus deiner objektiven Meinung. Also ich sehe, es ist schon fast eine rhetorische Frage, weil wenn man sich die Bewertungen mal so anschaut, dann war Hockenheim eines der spannendsten Rennen dieses Jahres. Wurde sogar, ich weiß gerade nicht ganz in welchem Bereich, ich glaube auf irgendeiner Formel 1 Seite als bestes Rennen des Jahres gewertet, was unter anderem natürlich auch an den Wetterbedingungen lag. Aber trotzdem ist es eine Strecke, die immer gute Überholmanöver zeigt. Und ich persönlich finde es sehr, sehr schade. Auch für Vettel, der da sein Heim Grand Prix hat. Ich meine, ist ja auch nicht ganz so weit weg von seinem Zuhause. Und von dem her auch für ihn natürlich schade. Für Mercedes schade, die dadurch ihr Heimrennen quasi verlieren. Und ich hoffe wirklich, dass es da in Zukunft Lösungen gibt, wobei ich da wirklich schon fast, ja, schwarz sehe, weil ich meine, die Strecken sind halt nicht so gut besucht wie andere Strecken. Und ich meine, da muss man dann irgendwo auch wirtschaftlich denken. Von dem her kann ich das auch so ein bisschen verstehen, was die Formel 1 angeht. Und ich weiß nicht, wie die wirtschaftlich aufgestellt sind, diese Streckenbetreiber, aber vielleicht müssen sie da wirklich mal an ein paar Schrauben drehen und schauen, weil Formel 1 ist halt wirklich die Königsklasse und da muss man dann auch was bieten können als Streckenbetreiber. Von dem her kann ich beide Seiten gut verstehen. Wie siehst du denn generell jetzt die Zukunft der neuen Autos im Jahre 21? Im nächsten Jahr werden die Autos so ein bisschen anders, ein bisschen modifizierter, ein bisschen zukunftsmäßig gebaut. Wie siehst du denn generell die Möglichkeit bei 2021? Siehst du da durchaus auch Teams wie McLaren oder Renault durchaus auch so vielleicht im Reichweite vielleicht so noch weiter enger ranzurücken ans vordere Feld der ersten drei? Auf jeden Fall, was unter anderem ja auch an dem Kostendeckel liegt, was ich sehr gut finde. Klar, der hätte noch ein bisschen heftiger sein können für den einen oder anderen, gerade wenn man an Williams denkt zum Beispiel, die ja eigentlich ein tolles Team sind, aber die halt in den letzten Jahren ja total versunken sind, was schade ist für die Teamhistorie, aber ja, was man sich wahrscheinlich auch selbst zu verdanken hat. Ich erhoffe mir
auf jeden Fall dadurch, dass die Teams noch enger zusammenrücken, dass dadurch Fahrer und die Fahrerqualität noch mal mehr in den Vordergrund rückt. Und ich persönlich sehe dem Ganzen sehr, ja, mit Freuden entgegen. Ich glaube, das wird eine coole Zeit, auch für die Fans. Und ich persönlich bin auch froh, dass Liberty Media eingestiegen ist vor wenigen Jahren, einfach weil auch F1 TV, auch wenn da nicht alles harmonisch läuft und nicht super ist und nicht jeder ein Fan davon ist, denke ich, dass da die richtigen Schritte gemacht werden. Und ich glaube wirklich, dass da auch dadurch die Fanbase steigt. Und das ist im Endeffekt das, was alle Formel-1-Fans auch wollen. Vorab, liebe Zuschauer, möchte ich für die kleinen technischen Probleme bei meinem heutigen Gast entschuldigen, weil er ist ja momentan in Kanada, da muss man das halt auch ein bisschen entschuldigen vorab. Und ja, Kate, du hast ja selber ja schon erzählt, du bist ja auch auf dem Circuit Villeneuve. Freust du dich denn auch auf diese Strecke, das erste Mal ein persönliches Rennen mal live vor Ort zu sehen und dann noch in Kanada? Ich war tatsächlich als großer Formel-1-Fan jetzt schon seit Jahren, war ich tatsächlich noch nie auf einem Formel-1-Rennen, beim Formel-1-Event. Was ich mir selbst zuzuschreiben habe, ich habe in den letzten Jahren oft vorgenommen, nach Belgien zu fahren, da es auch wirklich eine tolle Strecke ist und von meinem Zuhause nicht ganz so weit entfernt. Von dem her, also das erstmal sehr schade, das hole ich auf jeden Fall noch nach, mal gucken wann. Aber dieses Jahr habe ich mich dann entschieden, wenn ich schon in Kanada bin, und hier eins der für mich persönlich coolsten Strecken ja, greifbar sind, dann würde ich das gerne machen. Und das ist eins der ersten Sachen gewesen, die ich gebucht habe, diese Tickets zu kaufen. Und ich freue mich wie Wahnsinn schon drauf. Also ich war jetzt im Herbst, war mein Bruder hier zu Besuch und wir sind gemeinsam nach Montreal gefahren. Und wir durften tatsächlich auf dieser Strecke gehen. Also die war geöffnet, da waren Leute, die sind da Rollerskates gefahren und Fahrrad sind sie da gefahren. Auf der Strecke ist es halt erlaubt. Und man kann da auch in die Box reingehen und sich die Garagen anschauen. Dann waren da noch die Namen von den Fahrern am Boden geklebt, also diese Sticker. Und also klar, es war kein Formel-1-Event. Aber man hat einfach dieses Feeling gespürt. Und ich war da in dieser Wall of Champions zum Beispiel. Ich konnte die anfassen und drauf sitzen. Und es war wirklich einfach nur Hammer. Und deswegen steigt dadurch noch mal mehr die Vorfreude. Ja, im Juni, kurz vor meinem Nachhauseflug, dann quasi noch mal da zu sein und die Strecke lebendig zu sehen mit den ganzen Fahrern und mit den Autos. Da freue ich mich schon. Wird es ein komplettes Wochenende sein oder wird es nur Samstag und Sonntag sein? Nein, 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 das wird ein ganzes Wochenende, also ganz oder gar nicht. Ich werde Mittwoch anreisen und Montag abreisen. Das heißt, ich bin wirklich von den Pressetagen und bis zum Ende bin ich dann da und ich habe auch einen echt coolen Platz. Das ist in der zweiten Kurve, Grandstand 2, glaube ich, ist das. Ich weiß gerade nicht ganz genau, Genau, wie das es ist die heißt. Senna Aber S Passage, die kanadische Senna S. genau, also quasi. Startziel, dann kommt die erste Kurve nach links und dann kommt ja Genau. dieser scharfe Rechtsknick und genau da sitze ich halt. Und ich erhoffe mir natürlich viel Action mitzuerleben. Ich werde mir auf jeden Fall ein Fernglas mitnehmen oder hier diese Teile da, damit man sich das auch ganz gut angucken kann. Und dann freue ich mich schon und hoffe, dass mich der eine oder andere im Fernsehen erkennt. Aber mal sehen. Hast du da geplant, vielleicht einen Videovlog rauszuhauen noch, oder ist es noch keine Option, oder hast du darüber noch nicht nachgedacht? Ich habe darüber noch nicht nachgedacht, was einfach damit zusammenhängt, dass ich auf YouTube beispielsweise nicht aktiv bin und ich jetzt auch keine Leute habe, die mich da so aktuell verfolgen. Ich habe zwar einen Instagram-Account über mein Au-pair-Leben hier, aber das ist ja nochmal was ganz anderes und hat mit der Formel 1 erstmal nichts zu tun. Aber natürlich werde ich das für mich persönlich und privat videotechnisch und fototechnisch festhalten. Das sind Momente, die man nie vergessen wird und Fotos und Videos unterstreichen das natürlich. Generell die Buschbrände in Australien, der Coronavirus in China, ist es bei euch auch ein Thema, was bei euch gesprochen wird in Kanada aktuell, oder ist es bis jetzt noch nicht darüber groß diskutiert worden? Ich tatsächlich schaue mir hier noch immer deutsche Nachrichten an über mein iPad, weil ich da einfach den Anschluss nicht so verlieren will. Aber klar, die ein oder anderen Nachrichten kriege ich hier auch auf Englisch und in Kanada mit. Und
Klar, da wird rund um die Uhr über sowas gesprochen. Also hier ist Nachrichtenberichterstattung hat hier nochmal einen ganz anderen Stellenwert, glaube ich, als in Deutschland. Also wird nochmal ein bisschen mehr betrieben gefühlt. Da verpasst man so nichts und das ist natürlich sehr verheerend. Also wenn ich mir das sonst schaue in Australien mit den ganzen Tieren und mit den Waldbränden, das ist wirklich ganz schrecklich. Ich hoffe mir natürlich im Hinterkopf, dass das Formel-1-Rennen nicht beeinträchtigen wird. Und auch in China mit dem Virus, dass das Formel-1-Rennen nicht beeinträchtigen wird. Aber das ist natürlich zweitrangig. Also auch als Formel-1-Fan muss man da einfach das von einer anderen Perspektive sehen. Und ja, muss man das Vertrauen in dem Sinne an die Veranstalter, muss man das Vertrauen den Veranstaltern schenken, die im Endeffekt entscheiden müssen, was gut ist und was man machen sollte und was man dann vielleicht doch bleiben soll, lassen sollte. Genau. Zwei Fragen hätte ich da noch an dich. Das spricht jetzt auch in der Formel 1 so die eine Frage hin. Glaubst du, dass wir in der Zukunft vielleicht die 25 Rennen der Saison sehen, oder glaubst du, das ist für dich aus deiner Sicht ausgeschlossen? Ich persönlich glaube, dass es jetzt in ganz naher Zukunft noch nicht so sein wird. Also ich muss es ehrlich zugeben, als Formel-1-Fan würde ich mich darauf freuen, weil mich nervt es extrem, dass nur von Fußball gesprochen wird und dass jede Woche, was weiß ich, wie viele Fußballspiele gezeigt werden. Ich persönlich bin kein Fußballfan, ich spiele zwar gern Fußball, aber ich verfolge das jetzt nicht. Und als Formel-1-Fan habe ich das Gefühl, ich komme zu kurz. Aber man muss natürlich auch die andere Seite sehen und wissen, dass das ein enormer Aufwand ist, dass da Menschen wirklich eine lange Zeit nicht zu Hause sein können. Und das tut mir natürlich auch leid. Und von dem her würde ich es jetzt auch nicht schlimm finden, wenn das nicht kommen würde mit dem 25-Rennen. Aber ich meine, Liberty Media und alle, die da mit in einem Boot sitzen, denken natürlich an die Zahlen und an die Wirtschaftlichkeit und die wollen alle Geld machen. Und wenn 25 Rennen möglich sind und wenn 25 Rennen gemacht werden könnten und das wirtschaftlichen Profit bringt, dann werden die das machen. Und ich werde da nicht Nein schreien. Also ich wäre dann dabei, weil ich meine, wer das wirklich nicht machen will, kann aussteigen. Das ist halt so die Sache. Wenn ein Team sagt, nee, es ist zu heftig, dann sollen sie aussteigen und sich nach anderen Möglichkeiten umschauen. Wäre natürlich schade, aber so ist das Leben, würde ich jetzt einfach mal sagen. Letzte Frage noch, verfolgst du auch andere Rennserien außer der Formel 1, oder ist das rundum auch in Kanada auch ein Thema? Ich habe in den letzten Jahren immer mal wieder versucht, gerade weil es so wenig Formel 1 im Fernsehen gibt, halt immer noch alle 2 Wochen, manchmal noch mehr, dass ich mir mal andere Rennserien anschaue und ich habe DTM versucht und ich habe andere Sachen versucht, aber irgendwie hat mich nichts so gepackt wie die Formel 1, muss ich wirklich sagen. Es ist bei uns in der Familie auch schon lange, dass wir Formel 1 schauen und das ist da einfach drin, ne? Sonntags will man Formel 1 sehen und das andere hat mich nie so wirklich gepackt. Ich habe jetzt seitdem die neue Formel-E-Saison angefangen hat und ich gehört habe, dass da jetzt der Fight zwischen BMW und Mercedes sein wird. Und der Nyck de Vries und der Stoffel Van Dorn da fahren. Ich glaube, der Nyck de Vries, das ist ein ganz toller Fahrer und das ist für mich persönlich schade, dass er nicht in die Formel 1 kommt. Hat ja gesagt, ich will lieber in die Formel E. Und das war für mich persönlich sehr schade, muss ich sagen. Aber ich verfolge das so ein bisschen. Ich gucke mir nicht jedes Rennen an, aber ja, es ist schon interessant und ich hoffe, dass Mercedes da auch pusht. Ich bin also, wie man jetzt wahrscheinlich auch raushören konnte, schon dafür, dass Mercedes da ordentlich Gas gibt und auch zeigt, dass sie auch in einer, ja, auch in der Formel E ganz vorne mit dabei sein können. Also Kay, ich bedanke mich. Das war Kevin Pankratz, der ehemalige F1-Liga-Champion im Jahre 2013-2014. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch und guten Morgen nach Kanada. Ja, danke. Guten Abend nach Deutschland. Danke. Wenn es euch gefallen hat, liebe Zuschauer von Amani Talk, dann würde ich mich sehr freuen über ein kostenloses Abo. Link zu dem Video gibt es natürlich dann auch verteilt auf den sämtlichen Kanälen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und macht's gut und keep racing. Bis dann.